So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, Auftrag bist, dass der Tod uns scheidet. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde eines Tages Anrufe von Saburo Arasakas Chefs Bodyguard annehmen, hätte ich laut gelacht. Und jetzt sollen wir uns mit diesem Takemura treffen und ihm auch noch all unsere Informationen geben. Ich werde nicht mal so tun, als ob mir das gefällt. Andererseits, manchmal muss man eben alles setzen, was man hat. Ach so, das ist, triff dich mit Takemura. Ist nur ein Auftrag. Hä, okay. Ach so, das war Down the Street. Trifft dich mit Takemura, genau. Nee, Moment, aber Aufträge wäre, bis dass der Tod uns scheidet und das ist Kleptomanie. Soll ich dir was über meinen vierten Mann erzählen? Er war sehr faul, unglaublich naiv und stinkreich. Ich habe noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit verdient wie durch die Scheidung von ihm. Darum verurteilte ich Mrs. Gutierrez nicht dafür, ihrem Mann das letzte Hemd auszuziehen. Ganz und gar nicht. Ich wüsste sogar gerne die Namen ihrer Anwälte fürs nächste Mal. Aber genug von glücklichen Ehen. Unser Klient ist der geschädigte Mr. Gutierrez. Er hat bereits sein Auto und sein luxuriöses Penthouse verloren und nun hat der arme Narr kaum genug, um über die Runden zu kommen, weil er seine Aktienscheine im ehemals gemeinsamen Zuhause gelassen hat. Die Schlösser wurden schon ausgewechselt. Du musst sie ihm zurückholen, denn unsere frisch geschiedene Singlefrau wird sie ihm nicht freiwillig aus reiner Herzensgüte überlassen. Ich verschaffe dir Zutritt zum Fahrstuhl, damit kommst du in den obersten Stock des Gebäudes zum Penthouse. Es versteht sich von selbst, dass die Sache absolut diskret ablaufen muss. Wenn alles optimal läuft, legt Mr. Gutierrez einen Bonus drauf. Okay, dann machen wir mal eben den Auftrag. Kamera wechseln aber. Ja, so. Ich hoffe, wir werden jetzt hier keinen Unfall haben. Weil auf einem Motorrad geht das immer ganz, ganz leicht. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wow. Ich lasse das Ganze mal jetzt unkommentiert. Ja. Aber ich muss gestehen, mit dem Delamain fahre ich am liebsten, vor allem dann auch mit den kleinen Gesprächen, die man dann zwischendurch hat. Das lockert das Ganze ein wenig auf. Also definitiv die bessere Wahl, wenn man von A nach B reist, finde ich. Wobei das jetzt mit dem Motorrad auch ganz gut ist, würde ich sagen. So, und wir sind... Hey! Sind wir auch schon jetzt da, ja? Wir sind da, oder? Da ist er! Wer ist da? Wer ist wo? So. Ah, shit!
Nicht schon wieder eine Relic-Fehlfunktion. Ich hab selbst gesehen. 400.000 im Monat. Wie bitte? Hier? So, fahre in den obersten Stock. Ernährung und Training ist alles. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Nano-reinigende Kryo. Dann 100 Sit-Ups, 2 Dobra-Tabs und... India Apartments, bitte. Oh, wir haben sogar 3 neue Nachrichten. Muss ich gleich mal nach dem Off-Talk mal durchlesen. Mal sehen, was uns da Neues erwartet oder beziehungsweise welche Neuigkeiten. Vermutlich sind 2 davon eh nur, wir haben ein neues Auto für dich. Wir haben ein neues Auto für dich. Oder wir haben ein neues Motorrad für dich. Hm, bleibe unbemerkt. Okay, das heißt, Gebiet feindlich, okay. Kamera ausschalten. So, die Kamera ist schon mal deaktiviert, das ist gut. Da mache ich mal einen Ping. Weil mich irgendwie interessiert. Ne, den lassen wir mal ausgeschaltet. Oh, da ist eine Drohne draußen. Kann ich die ausschalten? Na toll, die kann ich natürlich nicht ausschalten. Das ist nicht gut. Hier sind jede Menge Drohnen, verdammt. Kamerasteuerung. Ne, wir schalten dich mal aus, bitte. So, die Credits lasse ich mich hier aber jetzt erstmal nicht entgehen. Ne? Die werde ich mir definitiv nehmen. Oh, okay. Wir könnten 1 und 3 machen. Das ist schon mal gut. 1C, E9, 5, 5, 5, 5. Okay. Wir bekommen 1200 Eddies, das ist schon mal gut. Breach-Protokoll, bekommen wir auch was drauf, das ist doch auch super toll. So, ich würde mal sagen, alles was nicht nied- und nagelfest ist, nehmen wir definitiv an uns. Aber wir müssen jetzt erstmal rauf. Boah. Natürlich gibt es hier auch eine Drohne, da müssen wir aufpassen. Kann ich die eigentlich markieren? Ja, die kann ich markieren, dann sehe ich die hier. Das kommt die jetzt wieder zurück oder was? Da das hole, will ich mir definitiv erstmal noch hier die ganzen Goodies schnappen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es vielleicht nicht mehr dazu kommt. Was haben wir denn jetzt hier? Na okay, gut. Wir können nur 1 nehmen, also gehen wir mal auf 1CBD55. Okay. 900, das ist schon mal gut. Nachrichten, 2 Stück, Warnung.
Sie wurden angegriffen. Okay, das ist... Und Emilio Guterres, Beweise. Ich komme gleich zum Punkt. Hier sind die Beweise, dass mein Ex-Mann Bestechungsgelder von Konzernen akzeptiert und ihnen im Gegenzug Vorteile über seine Beziehungen im Rathaus verschafft hat. Um ehrlich zu sein, habe ich mir die Details kaum angeguckt, weil mir das Ganze am Arsch vorbeigeht. Aber ich weiß, dass du einer dieser Pressefuzzis bist, denen einer abgeht, wenn er einen Politiker Dreck am Stecken nachweisen kann. Ich bin mir sicher, du übernimmst die Detektivarbeit gerne selbst. Oh, und wehe, du erwähnst meinen Namen auch nur einmal in deinen Unterlagen, dann mache ich dir das Leben zur Hölle. Ich serviere dir Emilio auf einem Silbertablett, also sei gefälligst dankbar. Und viel Spaß damit. Dateien nicht gefunden. Okay. So. Was haben wir hier? Gewöhnliche Item-Komponenten, die nehmen wir natürlich an uns, liebend gerne. Liberty, eine seltene Pistole. Das nehmen wir auch gerne an uns. Und das nehmen wir an uns. Quasar nehmen wir gerne an uns. So, lokales Netzwerk. Not Reset. Ach, Not Reset, scheiße. Okay. Oh, was haben wir hier? Wir haben Mr. Emilio Guterres Wohnung und Fahrzeug bereits beschlagnahmt. Im nächsten Schritt geht es um die Durchsetzung regelmäßiger Unterhaltszahlungen. Als Ihr Anwalt muss ich Sie warnen, dass unsere Chancen, den Streit zu gewinnen, bedauerlicherweise ziemlich niedrig sind. Sie haben keine Kinder und eine gut bezahlte Stelle. Haben Sie eventuell eine chronische Krankheit? Wir könnten Ihrem Mann die medizinischen Kosten aufbrummen. Mit freundlichen Grüßen, Brett Drake. Ich kann meinen Job vorübergehend aufgeben. Ich frage meinen Ripper-Doc nach einer professionellen Einschätzung, die sich vor Gericht gut machen sollte. Es gibt genug Krankheiten in der Welt. Ich denke mir schon was aus. Und nicht vergessen, ich brauche einen Anwalt, um diesen Hurensohn das Leben zu zerstören. Ich habe 15 Jahre mit diesem jämmerlichen Arsch vergeudet. Überraschung, die Jalousien in meiner Küche sind schon wieder kaputt. Wie schwer kann es denn sein, einen kompetenten Handwerker in der Stadt zu finden, der sie vernünftig repariert? Ich will das Geld für die letzte Reparatur zurückerstattet bekommen und dann schickt ihr mir gefälligst jemanden, den diese Sisyphus-Arbeit nicht komplett überfordert und diesmal umsonst das Ganze. Selbstverständlich, Miss Guterres. Wir arbeiten daran und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Meine Splitter. Nina, gib mir meine Splitter zurück. Die gehören mir und das weißt du auch. Ich will keine große Sache daraus machen oder so, aber ich brauche sie zurück. Können wir das bitte wie Erwachsene regeln? Wie konnten wir uns nur so auseinanderleben? Das fragst du noch nach allem, was du getan hast? Fick dich, du egozentrischer Wichser. Okay, aber ich bin doch nach wie vor... Also es steht ja nach wie vor, bleibe... dass ich unentdeckt bleiben soll. Das heißt, wenn ich das ja richtig sehe, bin ich ja noch nicht entdeckt. Oder? Weil ich meine, sonst würde der ja nicht nach wie vor stehen, bleibe unentdeckt. Also optional natürlich nur. Alarm. Okay, jetzt bin ich nicht mehr unentdeckt, scheiße. Naja, gut, egal. Ausschalten. So, dann gehen wir mal auf die Straße zurück. Ich frage mich gerade, ob ich... Also dieses Not-Reset hätte ich, glaube ich, nicht machen dürfen. Und dann war ja wohl, wie es aussieht, überall der Alarm ausgelöst. Naja, gut.
Ich habe das nicht als Not Reset, sondern als Not gelesen. Not Reset. Naja, gut. Passiert. Hat ja jetzt hoffentlich keine allzu gravierenden Auswirkungen, da das Ganze ja eh optional war. Genau. Ich hab schon 5 davon. Ich brauch keine 6, wirklich. Ich bitte Sie. Was war das jetzt gerade? So. Gib mir mal erstmal ein bisschen Herz zurück. Steigen wir mal auf unser geiles Motorrad. Hey! Alter Falter. So, dann steigen wir mal ab. Und Missionsitem hinterlegen, bitte. Welches ist es denn? Welches ist denn jetzt mein Missionsitem, bitte? Den Junk kann ich ja erstmal für 30 verkaufen. Na, wenn ich jetzt sage, wenn ich sage Y, dann komme ich zu dem Screen. Wenn ich sage Missionsitem hinterlegen, okay. Mr. Gutierrez hat auf Diskretion bestanden. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Aber Diskretion bedeutet nicht, den Alarm auszulösen. Merk dir das für die Zukunft. Auftrag erledigt. Ja, ich konnte nicht richtig lesen. Sorry. Wo wir aber gerade hier sind, können wir auch ein paar Sachen verkaufen, weil im Prinzip... Ja, warte mal, wir machen das anders. Ins Inventar. So, das Katana bleibt erstmal. Was haben wir denn hier? Eine elektrische, einen elektrischen Beta-Schlagstock. Und ein Messer. Okay, nee. Scharfschützengewehr. So, das Visier kann ich ja erstmal ablegen. Brauchen wir ja nicht. Und da habe ich doch jetzt ein neues Scharfschützen. Warte mal. Achso, warte mal. Das ist das neue, oder? Das Overwatch. Ja, ups. Das ist bereits das neue. 0,43, 0,59 Reichweite sogar hier. Packen wir drauf. So, das ist also bereits mein neues. Und den Crusher, da gibt es keinen adäquaten Ersatz. Der ist einfach nach wie vor unschlagbar gut. Das ist gut. Hier ist zwar eine Schrotflinte, aber... Oh, die macht sogar mehr Schaden. Nee. Der hat nur Schockschaden und hier habe ich physischen Schaden plus Chance auf Bluten. Nee. Ich bleib mal bei meinem Crusher, der gefällt mir irgendwie besser. Allein schon, weil er episch ist. Irgend so eine Maske. Was ist das hier eigentlich? Kang Tao Kampfgusset. Ach Gott, nee. Gott bewahre. Bleiben hier, aber... Die Sachen zerlegen wir mal. Oh, 73,2 kurzärmelige Punkjacke. Joa. Habe ich eine höhere Panzerung, aber hier erhöht den Schaden. Egal, wir behalten jetzt mal hier die Kampfpanzerung und... Obwohl der weniger Panzerung hat... Aber ich bekomme hier 10% mehr Schaden, ne? Aber da habe ich halt mehr Panzerung. Egal, komm, wir gehen mal auf die Panzerung, ist jetzt auch wurscht und die zerlegen wir jetzt einfach mal. Was haben wir hier? Hier haben wir 80. Robustes Cutout-Tanktop. Und
Und das ist auch so ein Cutout-Tanktop. Nee. Wir gehen mal hier auf das hier. Und das machen wir mal weg. Was haben wir hier? Bei der Hose, die ich jetzt aber gerade anhabe, habe ich aber 13 Bewegungstempo. Bei der habe ich, naja, weiß nicht, irgendwie so 80% mehr Panzerung, aber halt kein Bewegungstempo. Und hier eigentlich auch nicht, deswegen ich will das Bewegungstempo definitiv behalten. Bei den Schuhen wird es vermutlich ähnlich sein. Ja, genau. Ich habe zwar fast doppelt so viel Panzerung, aber kein Bewegungstempo. Deswegen ist das kein wirklicher Tausch. Und dann können wir jetzt hier fix noch eben die Waffen verkaufen.